Hi Leute, in wenigen Minuten beginnt die vierte Evergreen Bellyboat Challenge hier am Lake Parson Bunch. Aktuell bringen sich unsere heurigen Turnierteilnehmer in Startposition. Die ersten wassern schon die Bellyboats, die letzten machen noch die letzten Vorbereitungen. Und ja, das Ganze werde ich jetzt auch machen. Ich werde mich soweit startklar machen und dann heißt es mir ab raus ans Wasser und los geht's. Hi Leute, hier ein kleines Update zum aktuellen Event. Also das Event läuft jetzt seit knapp 2 Stunden und 80% der Teilnehmer haben eigentlich schon mindestens einen Wertungsfisch mittlerweile in ihrer Liste drinnen. Der Hauptfisch ist aktuell der Forellenbarsch, gefolgt vom Flussbarsch. Ich muss sagen, heute ist es auch schon extrem heiß, also ich denke, wir haben sicher jetzt aktuell schon die 30-Mark-Grad-Marke geknackt. Und hechtmäßig haben wir bis dato leider nur Untermaße gehabt, sprich unter 50 cm. Ein paar gute Fische sind gesichert worden, aber die großen dann momentan eigentlich mehr lethargisch irgendwo herumlungern und sind nicht wirklich im Moment aufgelegt zum Fressen. Anscheinend spüren die Burschen noch die gewaltigen Luftdruckschwankungen von der letzten Woche. Ja, aber wie sollte man so niemals nie sagen, es kommt am Abend noch eine heiße Zeit, so 4, 5 Uhr herum, wo alles natürlich noch möglich ist. Aber alles in allem, die Leute fangen, alle haben Spaß an der Geschichte und es geht ja noch eine ganze Zeit lang. Wir halten euch definitiv am Laufenden. Ich bin jetzt gerade beim aktuellen Titelverteidiger vom letzten Jahr in Alex. Und Alex, wie läuft es bis dato für dich? Eigentlich sehr gut. Schwarzbarsch laufen gut. Das ist jetzt schon der 20. Und Flussbarsch läuft auch. Nur der Hecht und Zander sind dann noch ausgeblieben. Ne, der wollte noch. Geil, aber sonst top. Wir geben alles. Ja, das Event läuft ja doch noch einige Stunden. Ich drücke dir die Daumen, Alex, Dankeschön. Und ich weiß, du wirst das definitiv ausnutzen. Dickes Petri noch. Dankeschön. Hi Leute, ich bin jetzt hier beim Albrecht. Das ist der quasi Titelverteidiger oder Champion, was wir vor 2 Jahren gehabt haben bei der Evergreen Bellyboat Challenge. Und der ist natürlich auch heuer auch wieder mit dabei. Albrecht, wie läuft es im Moment für dich? Schönes Wetter, nette Leute. Die Fische sind ein bisschen ausbaufähig, aber auf alle Fälle beißen sie ganz gut. Und wie ist bis dato strategiemäßig was aufgegangen von dir? Hechtmäßig schon Kontakt oder irgendwas gehabt? Absolut nicht. Ich brauche eine völlig neue Strategie, glaube ich. So wie man dich kennen, wird dir sicher was einfallen in die Richtung. Ich drücke dir weiterhin die Daumen und viel Glück noch. Danke dir. Hi Leute, ich bin jetzt hier bei Maurice, der was heute bei der vierten Bellyboat Challenge aktuell die Nummer 1 ist, also eigentlich das Leaderboard anführt. Er hat sowohl an Hechten und Forellenbarsch und Flussbarsch in die Wertung gebracht und wie gesagt, ist aktuell Nummer 1. Maurice, wie war bis dato das Resümee vom Event für dich? Ziemlich heiß ist. Am Anfang war es relativ kühl noch, da ist noch gegangen, da waren noch viele Schattenplätze. Aber in der Mittagszeit herum ist es dann immer heißer geworden und viel schwieriger als am Anfang. Und wie war es für dich mit den Hechten? Hast du dich da richtig gefreut oder wie war das für dich, der Fang?
Ja, das war eigentlich ein Zufallstreffer, weil ich habe gerade einen richtig schönen Backslash gehabt und habe den Köder eigentlich nur zum Boden sinken lassen, um meinem Angler zum... Ja, also man kann sagen, unverhofft kommt oft. Okay, so ist es. Und was ist für dich heute gewesen der Köder deines Tages? Von OSP, der neue Bullshooter. Oh, nice, also der ganz neue sogar. Auf gleich Backstab. Probiert. Okay, nice, nice. Na super. Maurice, ich hoffe, du haltest deine Führung und drück dir noch die Daumen für die letzten Stunde. Ja, danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Leute, ich bin jetzt hier beim Patrick, der was eigentlich bei uns hier bei der Evergreen Bailey Boat Challenge das erste Mal dabei ist und bis dato hat er sich eigentlich jetzt schon den dritten Platz absichern können. Das Event geht jetzt noch 40 Minuten, aber ich muss sagen, alles in allem schaut wirklich gut für ihn aus, dass er den Platz auch hätte. Patrick, für das, dass du das erste Mal dabei warst, wie hat dir das Event und die Veranstaltung gefallen? Eben vor allem was Neues, ich sage mal, Schwarzbarsch sind in Österreich nicht so bekannt, sage ich mal, gerade in unserer Umgebung. Und es ist halt wirklich lässig, dass man da eben eine gute Stückzahl fängt und auch schon gute Gressen. Und ja, es war eigentlich von der Fuhr weg alles sehr gut geplant, das Ganze. Und ja, hat mich voll gefreut und ich hoffe, okay, dass der Zwischenstand so bleibt. Sehr schön, sehr schön. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Und was für dich eigentlich heute der Köder des Tages oder der Lure des Tages? Also viel besser auf jeden Fall der Jack Golf League Shake. Also der hat das Ganze wirklich rausgerissen. Und ja, Barsch, das waren Nolke, Smoke and Swimmer, geht okay, eigentlich also die Klassiker. Robshot-Trick, ja. Sehr gut, sehr gut. Na, freut mich, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen dich nächstes Jahr vielleicht wieder. Auf und Fall, ja. Wir drücken dir noch die Daumen, dass du den dritten Platz auch nach Hause bringst. Viel Erfolg noch. Danke. Bitte.